Wow. Ja. Ich hab den Crippler. Alter. Aber interessant, warte mal. Warte mal, du kannst dich mit dem ganzen Teil teleportieren. Warte mal. Wie kannst du dich teleportieren? Komm her. Drück mal auf den Schalter hier im Next Target. Greeting Mr. Snacks. Wow. Wo ist das jetzt? Gute Frage. Und mal sehen, wir es auf der Map. Nee. Verrat es doch, Wolfi, nicht. Ich bin halt nett. Das ist wieder das Ding. Ich bin halt nett. Weißt du? Aber weswegen ich dich auf dem Hooverdamm treffen wollte, war, da ist noch ein Sprung. Ja, sofort. Komm mal zum... Ich habe was gefunden, was viel Tolleres. In den Wasserspielpark. Hatta, was habe ich dir gesagt, ja, was du machen sollst? Hör mir mal zu, komm in den Wasserspielpark. Du wirst es mir danken. Ja, mach eine Map. Mach Ping. Ja, Ping. Komm zu mir. Kannst du dich nicht zu mir teleportieren, wenn ich keinen Ping mache? Doch, kann ich, aber... Du kannst auch einfach bloß einen Ping auf die Map machen, dann bin ich instant da. Hast du es eingesammelt? Jetzt, ja. Und wenn du auf der Rutsche Q drückst, kannst du richtig schön rutschen. Bubble, 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 flump. War das nicht viel lustiger als alles, was du irgendwie auf dem Mount Hotenau machen wolltest? Naja. Yay. Und hier ist gerade einer, der sich versucht, nicht in die Hose zu pissen. Platz. Gut. So, Mount Hotenau. Du wolltest. Aua. Wie kommen wir da jetzt hin? Indem du mir folgst. Einsteigen. Aua. Okay. Wo bist du? Hier draußen beim Auto. Aua. Komm hierher. Kannst du den schwarzen wählen? Ja. Wir sind das A-Team. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das ist das falsche. Ist der falsche Van. Er hat keinen Heckspoiler. Das war fast zu schnell. Hier durch. Gut. Mount Hotenau. Auf zu hupen. Du kriegst keinen Lolli. Na gut. Aussteigen. Okay. Zieh dir mal was Ordentliches an. Wie rennst du denn rum? Bei der Lumberjack-Fabrik müssen wir auch mal rein. Bei Fuß. Ja, ich habe ja mein Dings gar nicht mehr an. Wo bist du? Wir sind Kreissägen. Komm mal her. Warte. Wo bist du denn? Da. Bei der Kreissäge? Ja. Ich hab dir einen Ping hingelegt. Au. 300 Meter? Wie hast du das hingekriegt? Ja, ich bin jetzt ein Matcher. Wir waren keine 2 Meter auseinander. Sie werden Du hast geschafft, 300 Meter sich irgendwo anders hinzuhauen. Murphy, was? Sie werden assimiliert werden. Widerstand ist zwecklos. Wo hast du das her? Zeig es mir. Los. Zeig es mir.
Öffnen Sie den Shop. Und dann ist das Merino Weltraum irgendwas. Anzug oder Pilgur? Ja, alles. Alles. Das ist bei Kopf, Füße und Anzug. Kopf. Ist das was Lilanes? Die Mondmaske. Laserbrille. Das ist bei mir gleich oben. Was Grünes? Der Merino Helm war gleich ganz oben bei mir. Da, ja. Gekauft. Körper. Das wird halt mir gerade nicht angezeigt. Rücken. Warum habe ich eine Ar. Ich kann Tiere spawnen? Ja. Bevölkere den Zoo mit weiteren Tieren. Wir haben einen Zoo in diesem Spiel? Ja. Da hinten. Okay, das müssen wir uns merken. So, Katha, ich habe hier etwas, ja, was dir sehr, sehr, sehr gefallen wird. Ich glaube, ich weiß was. Bist du Captain America? Ja. Captain Y-America? Ja, genau. Ich glaube, ich habe das falsche Rückenmodul dafür. Warum? Weil ich nicht fliegen kann. Ich kann auch nicht fliegen. Tüt, ich will anderes mit dem Modul. Wo sind meine Flügel? Da. Hör mich! Hör auf, du blöder Gott! Das ist eine doofe Idee, Wolfi. Warum? Du bist schon viel weiter oben als ich. Ich bin ganz oben, komm hoch. Hier ist ein Item, komm hoch. Ich hab fertig nicht unterstoßen. Das ist eine Leiter, geh die Leiter hoch. Oder so, da ist ein Item. Hier ist ein Item, komm hoch! Was machst du? Nimm die Leiter! Ist das schön? Guck mal. Ist das nicht schön, wie die Welt untergeht? Ja, ist das. Ist das nicht der Traum von allem? Und. Das war nicht ansatzweise die Genugtuung. Nicht mal teilweise. Ach, das war so unbefriedigend. Was denn? Aua. Das war so 0,0 befriedigend. Oh. Weißt du auch warum? Weil ich der Nette von uns beiden bin und hier noch ein Item gelassen habe vorher. Weißt du? Ich bin da einfach lieb und plüschig von uns. So, jetzt komm mal hier zu mir. Oh, warte mal, bring den dazu den zum hinteren Teil der Fabrik. Ja, warte, erstmal. Warte, hier ist noch eine Statue. Bei den Kreissägen? Oh Gott, ich brauch Flügel! Wo ist denn die Karte? Da. Spawne er sich. Irgendeine Maschine ist hier kaputt. Hä? Spawne er sich zu mir? Ja, warte, ich brauch die Statue. So. Was ist denn kaputt hier? Du bist kaputt. Es ist wahr, aber. So, und wo bist du jetzt? Da. Ich. Wo bist du denn? Guck doch mal auf oben bei deinem Kompass, der blaue Pfeil. Ich seh dich nicht. Hallo, bin da. Fahr mit. Steht da schon wieder so ein Auto im Weg?
Sollen wir damit oder was? Ja. Steht ja im Weg. Bist du drin? Wow. Bist du drin? Ja, bin ich. Ach, da ist die Rampe. Oh mein Gott! Was passiert hier? Was zum? Was macht denn der? Was ist mit dem Mann nicht in Ordnung? Amy notiert sich in den Zug. Oh. Ach, da kommt wieder! Au. Was zum? So, jetzt schwör wegs richtig. Radohren? Ach, Radar. Wir haben irgendein Ei kaputt gemacht, offensichtlich. Nein, wir haben es noch nicht kaputt gemacht. Wir können es kaputt machen. Waghalsdecke. So, und jetzt versuchen wir wieder zurückzukommen. Mit dem Auto, ohne Auto? Ach, Auto hat sich festgefahren. Scheiß auf das Auto. Sehr gut. Hier ist ein Ei, oder was? Was? Hier ist ein Ei? Ja, hier ist irgendwo ein Ei. Bart? Nein. Ohren. Es kommt. Aua. Wie kommt man denn da hoch? Ah, ich hab's. So. Das ist ein Taubenei. Okay. Soll ich auf dich warten hier? Ja, gib mir eine Sekunde. 21, 22, fertig! Bitteschön. So, wo bist du? Oh Gott, wo bist du denn schon wieder? Da, wo ich den Pfeil gemacht habe. Hier. Wir sind unterwegs. Siehst du das Ei? Schönen guten Tag. Ja, sehe ich. Schildkröten-Schild. Schildkröten-Ohren. Und Schildkröten-Ohren. Schildkröten-Füße. Und Schildkröten-Füße. Ich habe ein Rührei draus gemacht. So. Was haben wir hier noch so lustiges? Auf dem Holzweg. Wir wollten zu auf dem Holzweg, das weiß ich. Nein, wir wollten doch eigentlich, mit dem Auto auf den höchsten Punkt. Waren wir doch schon. Waren wir? Ja, ich war schon lange nicht, da oben. Nicht, dass ich das mitbekommen habe. Ja, du. Du kriegst das doch automatisch mit. Okay. Oh, ich habe keine Flügel an. So. Ein Schild für wahre Ninja-Helden. Ja. Wir brauchen, wir müssen hier... Ich glaube, wir müssen hier irgendwas zum Leiten finden. Jetzt die Pizza. Das Problem ist, die Pizza ist auch ein Rücken. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen den Kopf und die Füße haben, aber nicht den Rücken. Konnte man nicht mit Hilfe von Menschen einen Stromkreis schließen? Nee. Yeah. Ich mag, wie du denkst. Ja, wir brauchen einen zweiten Menschen. Komm her, Mensch. Komm. Hup. Ich hab dich. Wir bringen Holzfäller. Wir müssen noch Holzfäller dazu bringen, die Maschine zu reparieren. Ja, ich bin gerade dabei. Guck mal. Da steht schon einer. Auf dem Holzweg. Und jetzt, hup. Mann, ist das ein dickes, Morning langes Wood. Ding. Na, da hat aber jemand ein ordentliches Morning Wood. Ich stehe auf so lange, harte Dinger. Das Ding ist bis jetzt noch nicht endlich. Da ganz unten ist eine Statue. Was ist denn da ganz unten? Im Damm drin. Da ist sie. Das kann sein, dass das Holz immer länger wird? Ja. Ich will gucken, wie lang. Du weißt, du machst das schon.
Was sind denn Hipster-Schuhe? Fuck. Was tragen denn Hipster? Schuhe. Ich glaube, ich komme gleich nochmal zu dir hoch. Mach dass das? Der immer sofort alles ausrüstet. Warum, was hast du denn gesammelt? Hier dieses komische, hier Ziegen-Dingens-Zeugs. Hä? Ganz Schildkröten, den Schildkröten. Ach so. Dulli. Aber wie kann man denn tauchen? Konnte man nicht irgendwie tauchen? Vielleicht brauchen wir dazu eine Taucherausrüstung. Wegen dieser Statue, weißt du? Ja, ich weiß, wegen der Statue. By the way, das Wood wächst immer noch. Ich bin bloß leider runtergefallen. Und Marc, ich wollte eine Schildkröte mit die wir mit Pizza bewerfen können. Nicht, ich wollte keine Schildkröte sein. So. Wer ist nicht gerne Schildkröte? Schildkröten? Ich laufe durch die Stadt, über der Stadt, auf einem dicken, fetten, harten Stück Holz. Innenstadt. Ob es am Ende von dem Holz irgendwas gibt? Hey, Karana! Schön, dass du da bist. Hab ich gar nicht gesehen. Hallöchen, Karana. Ich habe eine Statue in der Stadt gesammelt. Einfach, indem ich dem Holz gefolgt bin. Okay. Ich muss mal gucken, wie ich auf das Holz drauf komme. Beim Staudamm über den Dingensbumsen, wie heißt's? Dingensbumsen. Da wo du über die Rampe. Aber am end of the wood. Oh Gott, hier ist so viel noch auf den Dächern auch. Ja. Von der Stadt. Und nicht nur auf den Dächern, auch auf den Ballons. Oh Gott, was ist runtergefallen? Auf den Ballons ich auch? Ich glaube, ich weiß, wie wir den Lightspeed hinkriegen. Wie denn? Wenn du dem Holz folgst, haben wir hier eine Stromleitung. Und zwar die Oberleitung, die große, dicke. Und ich glaube, damit. Goldhörner! Ich glaube, damit kriegen wir das hin. Oh! Ich will aber ans Ende von dem dicken, fetten Stück. Du guckst mal, was es da gibt. Ja. Also ich sehe, den Punkt, den wir markiert haben, ist mehr als 999 Meter von mir entfernt. Okay. Und es wächst immer noch. Ich finde es lustig, dass einfach bloß die Textur länger gezogen wird und immer länger und immer länger. Statt dass sie die Textur einfach sich wiederholen lassen. Nee, das ist ja langweilig. Okay, die Leitung ist eine sehr gute Idee, die endet aber. Okay, wo? Am Boden einmal. Ja. Kann man weit genug springen? Um eine andere Leitung zu erreichen? Ich fahre einfach mal in die andere Richtung. Die endet direkt bei der Brücke. Also kurz nach dem Stück Holz endet sie. Dann wird aber auch nicht mehr schneller. Ja doch, wahrscheinlich nachdem du x Meter geflogen bist. Gerannt bist. Dafür brauchst du aber A, eine Textur, die nahtlos wiederholen lässt, und B,
Ein was? Also ist erst die Textur? Ja, okay. Ist ja nicht so schwer. Eine Textur, die sich wiederholen lässt. Das ist ja jetzt kein wirkliches Zauberwerk. Hexenwerk. Guck dir Minecraft an, da schaffen sie es sogar bei kleinen Stücken. Also ich laufe und laufe und laufe und laufe. Ich sehe da noch eine, auch bei großen Stücken ist das nicht allzu schwer. Ich wurde mal wieder geblitzt, Dingst. Glückwunsch. Ich wurde wieder zurück teleportiert. Ich war zu weit außerhalb der Map. Okay. Ah, Pikachu! Und zwar, komm mal zu mir. Wo ist da? Nee, da hier. Wo ist das Cutter? Wo bist du? Ziemlich weit im Norden. Isle of Liberty. Beweg dich nicht. Der Balken wird ja länger, also kannst du kein UVP. Du musst rein anhand der Position relativ zur ursprünglichen Textur wegwählen. Da ich schon guten Morgen schrieb, Morningwood. Ach ja, ja, klar. Weiß ich nicht. Hier ist Wissen, hast du aufgesammelt? Hab ich schon aufgesammelt. Okay, dann komm mit. Ich bremse mal lieber ab. Sammel die Entenfüße ein. Wenn ich hochkomme, ich ertrinke. Oh, Hilfe, ich bin eine Ziege, ich kann nicht ertrinken. Ja, ich glaube, genau das ist das Wahre, was das Richtige, was du sagst. Warum habe ich Entenfüße? Herzlichen Glückwunsch, du hast halt Entenfüße. Mehr wollte ich dir nicht geben. Ich wollte nur Entenfüße und das Wissen geben. Unendliche Geschwindigkeit. Warst du oh auch Gott, schon hier auf der anderen Seite vom der Brücke? Nee. Oh, ich habe hier voll den Schatz gefunden. Was denn? Eine Frau, die tanzt und dabei aussieht, als wäre sie zu lange als Elektronäger auf der Sonnenbank geblieben und hat eine Powerbrille auf. Jetzt ist sie weg. Wie kann man denn an diesen... Hä? Wow! Just wow! You got something between your teeth. Was machst du schon wieder, Kata? Nix. Wir haben hier in diesem Bereich noch nicht den Ziegenturm besucht. Wollen wir das machen oder wollen wir runter zum Zoo? In der anderen Ebene. Lass uns erstmal unten den Zoo machen. Free Billy. Hier ist so viel, was wir hier noch machen müssen. Mit aber, all den Sachen im Gebäude. Marc, es ist ja relativ einfach zu wissen, wo sich die Textur wiederholt. Und da der Balken unendlich weitergeht, kann man ja easy errechnen, wo die Textur neu anfangen muss. Und dann wird sie dort einfach weiter revealed. Mehr nicht.
Das habt ihr doch schon mal gemacht in einem Stream. Das Spiel, ja, wer, bei Wolfi. Ich habe nicht gestreamt, Wolfi hatte gestreamt. Und jetzt streamen wir zwei zusammen. Genau. Ich geb Gas, ich geb Gas, ich will Spaß, ich will Spaß. Ich bin da. Wo bist du? Beim Zoo. Ach so. Das mit dem Cosplay, stimmt, das haben wir schon mal gemacht. Schönen guten Tag. Oh. Oh. Das musst du sehen. Das ist ganz bestimmt artgerechte Haltung. Ich habe Billy. Du hast ja ein neues Event gewusst. Du hast Rosie vermisst. Bring ihn mal zum Wasser. Rette das arme Ding. Genau, bring es mal zum Wasser. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ist relativ uneinfach. Warte mal. Wenn ich den jetzt hier oben hinsetze. Okay. Mist, ich bin gefallen. Bleib doch mal still liegen. Springe durch das Loch in der Nashornstatue. Ach, das da. Wie soll man denn da durchspringen? Maximum Power, Freiheit! Ich sehe noch nix. Sollte man ihn fliegen sehen? Ja, ich habe ihn eigentlich ziemlich weit weggefeuert. Finde Rose und bringen sie zurück. Ja. Free Billy! Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!